Ja, Freunde, da bin ich wieder für euch. Und ja, heute geht's weiter. Und wir gehen jetzt mal zum ersten Fragezeichen hier wieder. Und das sieht schwer nach einem Fragezeichen. Nee. Aber warte mal. Nee, das hatten wir schon. Ja, das hatte ich schon auseinandergenommen. Aber wir werden hier weitergehen. Ach ja, also ich glaube, ich habe mich für die Insel Iki viel zu früh entschieden. Ja, aber gut. Es hilft jetzt alles nichts. Ich komme auch nicht zurück. Also muss ich jetzt das Beste draus machen. Ja. Schauen wir mal. Hey, wir haben hier wieder so einen Stein. Gut, Moment. An so einem Ort brachte meine Mutter mir das Flötenspiel bei. Okay, das heißt, wir müssen ein Trällern? Ja, Tatsache. Na gut. Wow. Ein Hinterhalt! Bastarde, das Oh. büßt ihr! Wo ist der fucking... Das ist der nächste. So. Nein, nein. Sauber. Wow. Alter, ist das was Linkes. Ja. Heimat, deine Sterne. Ja, das fängt ja gleich gut an. Wo habe ich den Stein denn jetzt? Naja, wollen wir jetzt mal einträllern oder wie sehe ich das? Unseren Spaziergängen unterhielt mich meine Mutter mit lustigen Geschichten über die Katzen in den Palästen von Kyoto. Ach, das sind Katzen. Neige den Controller hoch oder runter. Ah. Ach so. Wow, Alter, ist das geil. Vielleicht nicht perfekt, aber geil. Ja. Ey, der Hammer. Ach, guck mal. Ist das nicht fein? Ey. Hammermäßig. Ich löcherte sie mit Fragen. Aber stets war es bald Zeit für meine Bokuto-Übung. Meine Mutter brachte mich dann zum Schwertmeister, meinem barschen Samurai vom Land. Doch ich glaube, sie wollte etwas anderes für mich. Wow, was ist das denn? Wirf mit dem Segen der Katzen während Kettenattentat Kunai auf ein Ziel, was deine Reichweite vergrößert. Okay. Bring ein Ziel im Umkreis von 15 Metern mit Kunai um. Das könnte ich im Grunde genommen bei der Ronin-Kleidung machen. Ja, also mal gucken, was habe ich da drin im Ordnung. Ja, gut. Lautlos. Schaden, Geschwindigkeit, Fallschaden. Ach nee, das ist ja. Na gut. Den Mantau. Nee, 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 nee. Wir werden die Rüstung wieder wechseln. Also mit der kann ich jetzt hier gar nichts reißen. Nee. So, wir haben das. Dann werden wir dorthin. Oh, das klingt alt. Streicheln? Ach, guck mal. Kannst du machen, wie du willst. Na, ist ja nicht nett. Waren die da? Hat der da? Keine Ahnung. Vielleicht Katzenminze oder was weiß ich. Keine Ahnung, was er da drin hat. Ja, ohne Flachs. So, weiter geht's. Na, ich werde hier natürlich jetzt hier laufen und erkunden, ist da wohl logisch. Also so viel Neues, was hier zukommt, das muss ich erstmal erkunden und ja. Vor allen Dingen sammeln. Ja, sammeln muss ich hier ohne Ende wieder, weil mit dem Schwert, da brauche ich 1000 Vorräte. Mit der Rüstung, glaube ich, war das, ne? Die letzte Stufe der Rüstung, oder habe ich die schon? Wenn ich das wüsste? Ja, ich weiß es gar nicht mehr. Nee.
Obwohl es gerade mal ja, ein Tag her ist, wo ich gezockt habe. Nee, anderthalb, zwei Tage, ja. Aber wie gesagt, nee, ich hatte bei meinem Sohn, wir haben heute, Moment, wir haben heute, gestern die Küche completely zu Ende gemacht. Ja, da haben wir Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, aber ich kann euch das jetzt mal erzählen. So eine Mischbatterie, also so ein Wasserhahn, den er da auf der Spüle hatte, der war zwar dafür vorgesehen, aber nicht ohne einen Durchlauferhitzer, der unten drunter ist. Es ist so ein Kasten, der liefert warm Wasser dann. Und da mussten wir, boah, vorher habe ich das ausprobiert und. Ich dachte, ich kriege eine Krise, ey. Ja, und dann im Endeffekt war, dass wir einen neuen, komplett neuen Wasserhahn installieren mussten. Also das war echt eine Heidenmaloche. Ja. Und jetzt ist aber soweit. Ja, dann habe ich gestern mit ihm noch gekocht. Das war, ich habe Bolognese gemacht und habe ihm gezeigt, wie man das macht. Und weil vom Kochen hat er nicht viel weg. Aber ist klar, wenn du das nicht gezeigt kriegst, woher soll er das auch wissen? Jetzt mal ganz ehrlich. Was ist das? Erinnerung an Qualen. Ah. Ich kenne dieses Schlachtfeld. Das ist das Zeichen von ihm. Von seinem Clan. Vergessen. Ja. Und da ich ja sehr gerne scharf esse und er auch, habe ich gestern meine Spezialchilis genommen und es war so geil. Wir waren am Schwitzen, aber geil. Ja, echt. Geht es euch gut, mein Herr? What? Es fühlt sich nicht wie ein Sieg an. Ich bringe euch zu eurem Vater. Okay, was passiert denn jetzt hier? Das ist ja ganz junge Sakai noch als... Naja, okay, er hat eine... Soll sich denn das so anfühlen, Fürst Adachi? Sieger müssen sich nicht gut anfühlen. Er hat eine Kriegerrüstung, er hat einen Katana, also... Ja, die wurden ja sehr früh mit 13, 14, 15. Etwas Ruhm für uns übrig, mein Herr. Es ging nicht um Ruhm. Es war eine Botschaft an ganz Iki. Schützt Plünderer und ihr bereut es. Aha. Das waren keine Krieger. Das waren einfache Dorfbewohner. Mit rostigen... Genug. Ich will allein mit meinem Sohn reden. Fürst Adachi, speis die Männer und lasst sie trinken. Komm mit. Okay. Was? Rückblicke mit seinem Vater. Was ist heute passiert? Die Dorfbewohner hielten Plünderer versteckt. Wir haben sie abgeschlachtet. Alle Männer des Dorfes. Die Samurai waren halt. Doch diese Narren griffen uns an. Der Mann, den ich... Dieser Mann war ein Verbrecher. Du hast dich heute gut geschlagen. Besser, als ich erwartet habe. Vater. Wir folgen den Befehlen unseres Jito. Steh erhobenen Hauptes. Heute warst du ein Krieger. Fühlt sich aber nicht so an. Nee. Die Geschichte schon wieder zu Ende? Die hat bestimmt wird bestimmt weitergehen. Hundertprozentig. Seid ihr heute hier, Vater, würdet ihr meine Taten ebenso billigen? Tja, ein weißer Hirsch. Ja. Erinnerung an Qualen. Also was da alles Neues zukommt. Vor allen Dingen die Schamanen jetzt. Das ist ja ziemlich, ziemlich heftig, finde ich das. Ja. Sehr heftig sogar. So, machen wir weiter. Gehen wir in diese Richtung. Genau. Ach, jetzt wieder zurück. Aber, nee, noch nicht. Ja. Nicht zurück, aber... Nee, das war echt... Und der war richtig, ist richtig, richtig nicht wahr. Der ist richtig, richtig glücklich damit. Weil er hatte sich ja eine Küche gekauft. Und da hat er sich... Ich weiß, er wollte die mir da zeigen und. Aber... Er hat gezeigt, dass er das und auch konnte.
Aber wie gesagt, das ist... Moment. Moment. Die sind ganz schön aggro, die Typen. Aua, ha. Nee, nochmal. Alter. So. Ende Gelände, mein Freund. Ich hab auch den falschen drin, aber egal. Ey, Kumpel, so geht halt man nicht, ne? Also. Boah, richtig fette. Ja, egal. Ja, ich wärme mich erstmal so, weil ich bin gerade auch frisch rein und egal. Geschafft ist geschafft. Ja. Ah, ich muss da lang. Ja, stimmt ja. Gut. 240 Meter. Ja, ich brauche eigentlich für sich so einen Kampf, so mit zwei, drei Leuten, wo ich mich erstmal, ja, warm spielen kann, aber nicht gleich mit denen und Alter, das ist hier. Oh, da ist noch mehr. Ja. Da kommt noch mehr. Die Musik, die spielt nicht so prickelnd. Nee. Vorsichtig sein. Moment. Hier sind Piepmanns. Wohin? Nach oben? Dann springen da drüber. Hurra! Ja, wo muss ich hin? Nach oben. Nach oben. Ja, anscheinend. Wo ist der? Ach, ich liebe sowas, wenn mal ehrlich. Ah! Mhm. Moment mal. Bogen. Bogenherausforderung. Naja, wenn ihr euch aufs gut. Kämpfen versteht, tretet näher. Gut. Fordert ihr mich heraus? Kommt darauf an. Seid ihr für oder gegen diese Mongolen? Gegen. Mehr muss ich nicht wissen. Gut. Wir haben zur Vorbereitung auf eine neue Samurai-Invasion Bogenziele auf Iki verteilt. Stattdessen kamen die Mongolen. Wenn ihr üben wollt, schießt so schnell ihr könnt einen Pfeil durch alle Laternen. Ich habe schon zu Pferde Krieger erschossen. Naja. Da treffe ich wohl ein paar Laternen. Sie zu treffen ist eine Sache, Schnelligkeit eine andere. Mhm. Wenn ihr bereit seid, nehmt einen Pfeil. Ja gut. Dafür muss ich aber kurz die Ausrüstung ändern und dann gucken wir mal nochmal rein. Nein, Moment. Geschwindigkeit. Nein, nein. Jetzt brauche ich hier ganz was anderes. Ja. Nein, nein, nein. Ja, sorry, das hat aber... Ich brauche Geschwindigkeit. Standardfeinde, die verfehlen. Nein, mit der... Nee, nützt mir auch nichts. Nachladegeschwindigkeit. Habe ich soweit noch? Noch irgendwas? Warte mal. Lass mich mal hier gucken. Rauchbomben, Werfe, nein. Nee. Gut. Dann probiere ich das mal. Oh ja, gut, okay. Hey! 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 Ach, kommt schon!
28 Sekunden. Das ist ein bisschen wenig, ne? Naja, gut. Na sauber, 14,6, das ist unter, aber das reicht. Ja, bin ich schon. Gut, dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Gut, aber wir werden jetzt erstmal mich, also ich werde mich wieder umziehen. Nein, nicht ohne. Genau die. Und jetzt ab dafür in diese Richtung. Mal gucken, was das mit den Plünderern ist. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ja, absolut. Was, schon wieder ein Vogel? Was will er denn jetzt? Wohin? Nein. Ach so, so kann ich den auch sehen. Ja, geil. Jetzt willst du doch nicht wieder zum Pfeil zurück, ne? Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich folge ihm jetzt einfach mal. Ja, mal gucken. Halt. Hä? Der will mit mir da unten hin? Was sollen wir denn da? Jetzt mal ernsthaft. Was soll ich hier? Hier waren wir doch gerade. Weißt du was, der kann mich jetzt mal... Oh Mann, ey. Vertan, vertan, sprach der Hahn, ne? Und so was. Nee, ist mir jetzt wurscht, was der Vogel da will, weil ich sehe sonst kein... Doch, da. Hey, dann verstehe ich die ganze Welt nicht mehr, warum der mich dahin zerrt. Ja. Absolut. Naja, irgendwie läuft das alles nicht so rund jetzt im Moment, aber ist egal. Es ist ja immer so. Ja, dass es nicht ganz rund läuft. Gut. 30 Meter. Dann wird das da oben sein. In der Sencho-Schlucht wart ihr auch langsam. Wow. Unentdeckter Ort. Wasserfall, Heiko? Wo ist der? Ja, Moment. Ein Wasserfall, Heiko. Sekunde. Nee, ich bin genau richtig. Aber wo soll das sein? 20 Meter. Ach, da oben. Jetzt sehe ich es auch. Na, tolle Wurst. Ja. Hier nennt sich das dann alles anders. Naja, gut. Hoffentlich gibt es auch dafür andere Belohnungen. Über Trost sinnieren. Na ja, dann sinnieren wir mal eine Runde. Weinendes Rinnsal. Ja, der Himmel so fern. Ja, auch gut. Wind im toten Baum. Nee, weinendes Rinnsal, das klingt gut. Bänder erdrosseln den Fels. Ja. Moos klammert sich an sein Heim. Ist da noch mehr? Nee, dann nehme ich das Moos. Ja. Stets friedvoll und still. Aber ist da nicht noch was anderes? Nee, friedvoll und still müssen wir nehmen. Gut.
Steinen des Rinnsal. Moos klammert sich an sein Heim. Stets friedvoll und still. Wenn man das so im Zusammenhang sieht, dann klingt das schon echt, ja, eine feiste Sache. Stirnband des Trosts. Naja, gut. Soll wohl sein. Gut, jetzt werden wir aber in diese Richtung. Ja. Ab dafür Uhr. Ja. Ich bin mal gespannt, ehrlich, wie weit ich hier... Also, ich bin garantiert zu früh. Ja. Aber gut, jetzt muss ich wirklich... Also, jetzt muss ich schon das Beste daraus machen. Moment. Nee, weiter hoch. Ja. Oh. Das Lager hier? Ja. Aber hier gucken wir uns nochmal... Aha. Aufzeichnung? Iki-Aufzeichnung. Befestigt an einer alten Kiste. Ich gebe euch diese Früchte, diese Axt und einen Rat. Das alles und mehr gibt es in Funes Zuflucht. Geht dorthin. Wer brachte euch Vorräte, als ich krank war? Ich. Wer trank euren Sake? Ich. Wer hat im Monsumregen das Haus repariert? Von Kopf bis Fuß mit Schlamm bedeckt? Wir. Ihr schuldet es, Funes Zuflucht eine Chance zu geben. Zu Hause kann ich euch nicht beschützen. Ich werde es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Tenzo. Aha. Jetzt gibt's auch so Dinger hier. Ja gut, irgendwie muss man die Leute ja überzeugen, dass sie das machen, ne? Und dass sie zu denen halten und nicht als die verraten an den Adler. Ja, das ist schon heftig. Ah. Ja, ich brauche es. Gib's mir. Ja. Okay, Freunde, hier mache ich aber erstmal einen Cut und dann, ne, bis gleich.